Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Herr Norbert hat es ja gerade schon kurz mal angeteasert, auch Stichwort Mercedes, über die wollen wir jetzt auch mal sprechen. Die Frage natürlich an Norbert gerichtet, 300. Rennen für Lewis Hamilton. Und er hat sich gewissermaßen zum 300. Rennen quasi ein bisschen selber beschenken können mit der bislang besten Saisonplatzierung, Platz 2. Wie glücklich ist ein ehemaliger Motorsportchef von Mercedes? Über den zweiten Platz von Lewis. Über den zweiten Platz von Lewis, aber auch natürlich über den dritten Platz von Russell. Ich springe nicht auf, aber es geht in die richtige Richtung. Ich meine, wenn man das sieht, wie hart das Team arbeitet und kämpft und ankommt vor allen Dingen. Die machen eben das, was Ferrari nicht macht. Die machen mit dem, die haben fast genauso viele Punkte. Ich glaube, die haben jetzt in der Teammeisterschaft noch irgendwelche 30 Punkte weniger. Mit ganz 44. Bitte? 44 Punkte sind es. Ja, mit ganz großen Problemen am Anfang und Sinn und Punkten jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mit der Zuverlässigkeit. Natürlich ist es schön für den Lewis am 300. Grand Prix nicht so zu enden wie Charles Leclerc, sondern auf dem Podium. Und auch der George Russell war absolut wieder fit und hat den Perez übertölpelt beim Restart. Er hat ihn auf der Strecke nicht gekriegt, was eben einfach auch zeigt, wie schwer es zu überholen ist, wenn man gerade auch dann, wenn man nicht den überlegenen Topspeed hat. Und das ist eben bei Ferrari und bei Red Bull durchaus besser noch als bei Mercedes. Und die müssen sicherlich noch weitere Schritte machen, was ihnen zuzutrauen ist. Aber aus den Möglichkeiten das Beste zu machen und vor allen Dingen eine Kurve zu zeichnen, die nach oben zeigt, ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und deshalb war das natürlich eine tolle Teamleistung, die den eigenen Ansprüchen eines Weltmeisterschaftsteams natürlich nicht genügt. Aber es geht in die richtige Richtung und vielleicht gelingt noch ein großer Schritt in dem Jahr. Es sind, wie gesagt, 10 Rennen und da kann schon noch sich einiges tun. Ja. Also auch auf der Mercedes-Seite. Aber woher kommt diese Diskrepanz, auch wenn man sich das mal das Qualifying anschaut? Im Q2 zum Beispiel hatte Mercedes über 2 Sekunden Rückstand auf Charles Leclerc. Im Q3 waren es dann in Anführungsstrichen nur noch 1,2 Sekunden. Woher kommt dieser große, gewaltige Unterschied im Qualifying und die Performance im Rennen? Gut, es ist ganz einfach, das Auto, dass die Reifen tendenziell mehr strapaziert, tut es natürlich auch im Qualifying. Also ich aus der Ferne würde ich sagen, dass der Mercedes eher nicht in die ideale Wohlfühlphase für die Reifen kommt auf der Qualifikationsrunde. Und im Rennen, wer das beobachtet, sieht auch immer eine sich wiederholende Tendenz. Am Anfang wird viel Zeit verloren und dann bauen bei anderen die Reifen ab und bei Mercedes sind sie sehr stabil. Und das ist ja auch etwas, woran Mercedes, das war mal gerade umgekehrt, aber da hat Mercedes stark dran gearbeitet. Und ich glaube, die wissen schon bei der Reifenbehandlung, wie das geht. Aber am Anfang ist man da vielleicht vom Setup her oder so begrenzt, dass man nicht aggressiv genug die Reifen nutzen kann. Und daher kommt die Tendenz, im Qualifying etwas schlechter zu sein. Das kann man aber sicherlich kompensieren mit ordentlichem Rennspeed. Ich glaube, was ein großes Manko ist, da waren ja, was weiß ich, ich glaube 18 km/h Geschwindigkeitsunterschied. Und das ist elementar natürlich. Marc, hat dich die Leistung von Mercedes heute im Rennen überrascht oder hast du damit gerechnet, dass das heute schon auch nach vorne gehen kann? Ich habe nicht geglaubt, dass sie den Perez schlagen können. Ich habe gedacht, der schnupft die auf, weil er wieder, Norbert ja richtig sagt, der Red Bull viel schneller war auf der Geraden und trotzdem kam der nicht vorbei. Das hat mich schon gewundert. Aber das heißt, die haben einen guten Job gemacht, schlicht und einfach. Und ich gehe einig mit Norbert, dass die offensichtlich die Reifen schonen. Und natürlich, wenn es so heiß ist, der Asphalt so heiß ist, macht das einen großen Unterschied. Ja, über Sergio Perez sprechen wir auch noch gleich. Wir gucken uns mal ein Bild an aus der 42. Runde. Da gab es ja die Berührung zwischen George Russell und Sergio Perez. Das Bild sehen wir hier. Es gab keine Strafe, Marc. Zu Recht? Also das Reglement sagt, wenn der andere neben dir ist, also wenn er auf der Höhe des Hinterrades ist,
dann musst du ihm genügend Platz geben. Und der Russell hat halt so spät gebremst, dass er dann berührt hat, aber der andere hat die Tür zugezogen. Also das war eigentlich klar, da waren einfach beide schuld. Und von dem her war das für mich ein Rennunfall. Frage aus dem Chat von Funk. Übrigens, wenn ihr Fragen natürlich habt an Marc oder an Norbert, natürlich gerne bei uns im Live-Chat oder auch gerne per E-Mail unter formel1@cham1.de. Und die Frage mal einfach an Norbert gerichtet. Denkt ihr, dass Mercedes noch dieses Jahr Rennen gewinnen kann? Ja, das haben sie sich auf jeden Fall stark vorgenommen. Und ich hoffe das und kann es mir durchaus auch vorstellen, dass noch mal ein Schritt kommt. Aber es wird sicherlich nicht einfach sein, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, dass sowohl Red Bull wie Ferrari verdammt starke Autos haben. Und wenn die ihr Potenzial nutzen, man muss ja heute auch sehen, dass der Perez sicherlich nicht das allerstärkste Wochenende gehabt hat. Der hat sicherlich einige Fehler gemacht. Wie der Marc sagt, vom reinen Speed her muss der vor den Mercedes sein. Und wenn beide Ferrari, was sie ja gefälligst mal tun sollten, durchfahren, dann sind die auch beide vor den Mercedes. Und wenn ich verantwortlich bin, und ich bin sicher, dass der Toto Wolff das kein Haar anders macht, dann sage ich, in Realität sind wir Fünfter und Sechster. Und wenn wir dann Zweiter und Dritter werden, dann auch dank der Hilfe anderer, weil die eben nicht an ihrem Performance-Level, an dem möglichen, operiert haben. Aber sie sind, wenn die haben vier schnellere Autos, ganz klar. Und es ist zum Beispiel auch bemerkenswert, wenn man mal nach 20 Runden reinguckt, dann ist zwischen Platz 6 und Platz 16 sind dann 10 oder 11 Sekunden Unterschied. Und unter den ersten 5 sind schon 15, 20 Sekunden. Also von 6 bis 15, ich habe da mal geschaut, nach 20 Runden sind ziemlich genau 11, 12 Sekunden. Also da ist alles noch recht dicht beieinander in diesem Verfolgerfeld. Und vorne sind die ersten vier Plätze aktuell jedenfalls bezogen. Wenn man mal vorausguckt nach Ungarn, Marc, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das müsste absolutes Ferrari-Land sein. Natürlich bitte dann auch ankommen und nicht nur schnell sein. Die müssen jetzt, die sollten jetzt wirklich sich keine Fehler mehr erlauben. Aber vom Speed her, vom Auto her, haben die schon ein sehr, sehr gutes Paket, muss man sagen. Aber machen letztlich zu viele Schnitzer an der Box bei der Strategie. Das ist ein gutes Stichwort. Genau, das ist ein gutes Stichwort, Marc. Wenn man sich mal den aktuellen Konstrukteursstand mal anschaut, Norbert hat es vorhin ja schon kurz angesprochen, dann sehen wir hier, dass der Unterschied zwischen Ferrari und Mercedes gerade einmal noch 44 Punkte beträgt. Das war vor einigen Wochen, Monaten noch deutlich anders. Da war Ferrari weit vor Mercedes. Jetzt sehen wir, oder wir wissen jetzt die Entwicklung von Ferrari, die ganzen Probleme, ob der Strategie, ob der Zuverlässigkeit. Siehst du Ferrari auf Platz 2 in Gefahr, also dass es Mercedes schafft, an Ferrari vorbeizuschlüpfen? Nein, weil Ferrari, der Norbert hat es vorhin gesagt, der Ferrari ist deutlich schneller. Das ist das schnellste Auto im Feld vor. Und wenn die das wieder schaffen, ausnahmsweise ins Ziel zu kommen auf den vorderen Plätzen, dann wird der Punktestand wieder ganz anders aussehen. Also im Moment hat Mercedes sicherlich davon profitiert, dass eben Ferrari Schnitzer macht oder die Fahrer, wie auch immer. Und ich denke aber schon, weil das war ja die ursprüngliche Frage, ich glaube schon, dass Mercedes noch ein Rennen gewinnt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champ1.de.